Mahlzeit, willkommen bei Blood Review Magazin und einem neuen On-Tour-Vlog. Und wir sind in Depane, da ist das Meer. Aber da wollen wir nicht hin, sondern einen Freizeitpark machen, der sich hier in Depane befindet. Und das machen wir jetzt auch. Alles andere habt ihr ja schon im Video gestern, also nicht gestern, im Video von gestern, vor ein paar Tagen gesehen. Oder so ähnlich. Und hier kann man übrigens als Oma und Opa seine Enkelkinder hygienisch entsorgen in diesem Abfalleimer. Ich liebe Belgien. Was geht ab? Wir sind im Plopsa Land der Panne angekommen. Also am. Wir sind da nicht drin. Und eine Schar von Millionen Idötzchen wird uns heute den Tag versüßen. Wir brauchen auch die Trillerpfeife. Ja. Die sind konditioniert. Ja, wir bräuchten nur eine Trillerpfeife, dann wird es ganz schnell ruhig in der Anstellreihe, meinst du? Wir haben uns durchgekämpft, sind drin und haben den Plan, als erstes, weil es halt noch neu ist für uns, Heidi die Ridey zu checken. Fahren da jetzt aber auch nur ein Ründchen fürs On-Ride-Video. Und danach vielleicht mal Anubis und so ein Kram oder mal gucken, laufen einfach ein bisschen rum, weil wir kennen alles, wollen auch ein paar Aufnahmen machen und werden Heidi testen und wollen Heidi dann heute Abend fahren, damit die Bahn auch sich ein bisschen warm fahren kann. Ist halt eine Holzachterbahn, ne? In allen drei. Wir tragen gefahren nach Heidi und den Rollerskater war ganz leer und jetzt sind wir hier ganz spontan auf den Zug aufgesprungen, also der hat angehalten und fahren jetzt mal durch den Park. Walzerfahrt gefahren und ein Röntgen auf Victors Race gedreht. Dino. Die drehen alle durch hier. Und jetzt gehen wir wieder weiter. Und ja, wir haben schon herausgefunden, dass der Lokflum erst um 1 auf zu Anubis. Auf zu Anubis. Woo!
Oh. Wir sind zweimal Anubis gefahren. Jetzt habe ich Kopfschmerzen. Ist mir warm und ich habe Lass mal gucken, ob wir von hier nochmal ein Offroad machen können. Also was man auf jeden Fall schon mal... Also ein geiles Setting, geiles Gebäude. Intensiver Launch, also sehr intensiver Launch. Kurze Launchstrecke und hohe Geschwindigkeiten und hoher Top-Head. Aber... Also wir sind erste Reihe gefahren, das war schon ein bisschen ruckelig. Ich bin jetzt noch mal letzte Reihe gefahren. Also da war so richtig klapp, in alle Richtungen. Und auch allgemein hast du halt da ein paar Stellen, die nicht so smooth mehr sind. Aber okay. Also es gibt auf jeden Fall viel schlimmere Bahnen. Es ist nicht die Katastrophe schlechthin, aber es ist auch nicht die Perle des Fahrkomforts. Und die ist halt, das, du merkst es halt so krass, weil die stellenweise richtig smooth unterwegs ist. Ja, eine Kuriosität der Bügelverriegelung mal wieder erlebt. Also erstmal hast du ja bei diesen Gerstlauer-Zügen, Wagen, hinten drei LEDs. Wenn alle drei leuchten, ist der Bügel verriegelt. Ich habe ganz viele gesehen, die mit zwei leuchtenden LEDs gefahren sind. Ja. Okay. Zweite Runde saßen wir ja, wie gesagt, also erst saßen wir beide in der letzten Reihe. Und dann... war mir keine Freigabe kriegt auf meinem Bügel, der voll weit unten war, da hat der voll übertrieben nachgedrückt. Ich dachte, Alter, wohin denn noch? Der Bügel ist ja schon mega unten. Also die Gerstlauer Bügel, da passe ich auch dreimal rein. Da haben wir Plätze getauscht, da habe ich gedacht, okay, also mein Bügel war noch weiter unten als der von Uschi, als er so da drauf rumgesprungen ist. Ja, auch keine Freigabe, in Reihe getauscht und dann ging's. Und die haben aber auch irgendwie gesagt, dass der eine Platz irgendein... Was hat der noch? Der hat sich aber auch schmaler angefühlt, also enger. Nee, das fand ich nicht. Aber, sein, aber der hat irgendwie. Aber das kann nicht sein, dass der rechts daneben mehr Platz ist als links daneben. Er hat irgendwas gesagt, dass der irgendwie Probleme macht oder irgendwie. Keine Ahnung, was ist. Ja, so viel dazu. Riesen Erzählung zu Anubis. Gar nicht so viel. Ja, das stimmt. Der ballert. Oh, und was wir gesehen haben, ich meine nicht, ob wir den hingefallen sind, sondern was wir gesehen haben bei der Eisenbahnfahrt, dass die Loungeplatten nicht mehr so schön aussehen, teilweise. Also als ob der schleifen würde an manchen Stellen. Ja, die sind schon ausgetauscht, wie das aussieht, wenn die auch mal so ausgesehen haben sollten. Ja, also als wir das letzte Mal hier waren, fuhr Anubis nicht. Da konnten ja David und Christian überhaupt nicht Anubis fahren. Die sind beide die Bahn noch gar nicht gefahren. Und da... Ja, also wir kennen hier einen Ride auch, also er kennt uns und dadurch kennen wir ihn inzwischen, weil wir... Also kann uns ja super früh schon irgendwie. Beim Erstbesuch von uns hier, beim Zweitbesuch von uns hier, haben wir ihn dementsprechend ja oft jetzt schon mal getroffen hier. Und er hat uns damals auch erzählt, ja, dass ihm die NSM-Platten hier abgeraucht sind. Und an der Kasse haben sie erzählt, fertig wegen Wind. Das war auch kein Wind. Nein. Ja, es war schon windig morgens, aber später fuhr alles außer der Starflyer. Victor's Race fuhr auch nicht wegen Wind. Das Ding ist tiefer als alles andere. Du siehst die Bahn gar nicht. Die ist in den Büschen. Naja, das war aber letztes Mal. Nicht jetzt. Das habt ihr hoffentlich schon gesehen. Wenn nicht, holt es nach. Ein richtiger Mann muss tun, was ein richtiger Mann tun muss. Kinder nass spritzen. Das klingt komisch. Ich habe anspritzen extra nicht gesagt. So voll der Sonne. Ich wollte dann nochmal gesagt haben, wie schrecklich ich den Crazy Surfer im Moviepark finde im Vergleich zu The Grote Golf hier. Und so muss ein Ding thematisiert werden. Das ist der absolute Wahnsinn. Guckt es euch an. Thank you.
schneidet meine Finger ab. Ja, Javi. In the car. Was? Wir sind wieder im Auto. Sind durch. Und wir wollten jetzt gerade eigentlich nochmal, nachdem wir ganz viele Aufnahmen noch gemacht haben von den ganzen Kinder-Rides und alles, ein paar Aufnahmen auch von Heidi die Ridey, weil noch Heidi die Ridey ja nochmal hinten fahren wir heute Morgen schon angekündigt. Aber die Station ist zum Bersten gefüllt mit ganz vielen ganz, ganz kleinen Kindern, die in einer Lautstärke da eskalieren, dass wir bestimmt 20 Minuten gewartet hätten, aber unter diesen Bedingungen hatten wir da jetzt echt keinen Turn drauf, nachdem wir schon 5-mal gefahren sind. Und grundlegend kennen wir das Layout in warm gefahren und warmer Ortschaft. Von daher, also ich fand es jetzt auch quasi genauso intens wie beim letzten Mal, was natürlich beim letzten Mal hat nicht... also aussagekräftig ist, wenn man davor die ganze Zeit diese ganzen Riesen-Rides gefahren ist. Aber keine Ahnung. Wir fahren jetzt, wir machen jetzt Schluss hier. Ganz viel Aufnahmen gemacht, ganz viele Leute auch getroffen irgendwie, voll komisch, die wir nicht kannten, aber wie uns. Und wir verabschieden uns jetzt. Wünschen euch noch viel Spaß auf unserem Kanal oder auf, ja, Rest YouTube, aber das bringt nichts. Ich würde hier bleiben bei uns. morgen 18 Uhr ein neues Video wie jeden Tag. Parkcheck zu Plopsaland wird auch ein neuer kommen. Deswegen waren wir nämlich hier und für Heidi the Ridey. Und wir wollten eigentlich jetzt noch in diesen Zoo fahren, wo der Zierer Tivoli Coaster steht. Aber da fehlt irgendwie gerade die Motivation, jetzt eine halbe Stunde hinfahren, 20 Euro bezahlen zum Coaster-Counten und ein bisschen Tiere gucken. Das haben wir jetzt nicht vor. Ich hätte nämlich mit dem Ding auch jetzt jede Achterbahn in Belgien, wäre ich dann gefahren, wenn ich die jetzt gefahren wäre. Wenn dir jemand nicht einen Strich durch die Rechnung macht. Habe ich vorgestern, bevor wir losgefahren sind, noch mal kurz geguckt, wie viele Reisenachterbahnen es in Belgien noch gibt. Da gibt es 5, die mir noch fehlen, die aktuell gar nicht reisen. Oder die nächsten Zeit nicht, so wie ich es gesehen habe. Eine, zu der wir jetzt fahren. Und auf einmal ist da ein neuer Flag. Ich so, hä? Was ist das denn? Das ist dann irgendeine Grauzone gewesen, neu. Und so ein Zipline-Coaster, der quer durch den Wald geht. Den ist noch niemand gefahren bis jetzt. Aber das Ding wurde gerade eröffnet, ist ganz neu gebaut und steht jetzt irgendwo in der Nähe von Antwerpen. Und damit hätte das sowieso nicht funktioniert. Und deswegen habe ich jetzt auch keine Lust mehr. Ich hätte fast das komplette Land durchgecountet, hätte einen dann abgeschlossen. Dann kommt da jemand an Bord was Neues. Was fällt dir eigentlich ein? Ja. Ey, das wäre das erste und einzige realistische Land, was man komplett abschließen kann, hier in, irgendwie in der Umgebung. Und es wird nichts. Christian hätte Kuba komplett durchcounten können, die 5 Bahnen in Havanna. Aber der Schisser ist keine Gefahr. So, es atmet wieder aus, ich schweife wieder ab. Ich bin raus, ihr seid die coolsten. Eure Overstehe und eure Abraaf. Das war's für Video-Magazin. Peace.